Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über das Programmieren. C-Sharp programmieren wir und jetzt kennen wir schon einiges. Wir kennen sogar so viel, dass wir Programme schreiben können, dass wir uns in ein paar Wochen selber nicht mehr auskennen. Um das zu vermeiden, gibt es Kommentare. Und ob jetzt, finde ich, sollten wir diese Kommentare intensiv nutzen. Was sind Kommentare? Kommentare sind Sachen, die vom Übersetzer ignoriert werden. Die erkennt er gar nicht als Teil des Source Codes. Sie stehen zwar drinnen, aber sie tragen nichts bei zur Übersetzung oder sonst irgendwas. Es ist ein Kommentar, der wird, bevor das Programm entweder in diesen Zwischencode übersetzt wird, bei C-Sharp oder bei anderen Programmiersprachen gibt es ja auch Kommentare, in ein fertiges, maschinenlesbares Programm übersetzt wird, der wird einfach weggelöscht, ja, vor der Übersetzung. Wird kopiert, weggelöscht, Kommentare alle weg, kennen wir sie nicht aus, interessiert uns nicht. Ja. Wem interessiert den Kommentar dann? Uns. Uns als Programmierer oder vielleicht jemanden, der nach uns programmieren muss, ja, in unseren Code herumfuhrwerken. Wir lernen hier nämlich nicht coden oder hacken oder so irgendwas. Ja. Wir lernen programmieren. Und da gibt es schon den Unterschied, dass man Sachen eben nach einer gewissen Art und Weise anlegt, ja, und da kehren eben Kommentare dazu. Und deswegen sollten wir in Zukunft einfach Kommentare verwenden. Kommentare können viele, viele Ursachen haben. Ja. Also Kommentare, ich kann damit, weiß nicht, eine kompliziertere Art und Weise ein bisschen genauer beschreiben, was man dabei gedacht hat. Ja. Oder ich kann einfach daneben hinschreiben, in einer langen Liste mit irgendwelchen Cases, welcher Case ist das jetzt? Da steht Case 23 und dann, wenn ich daneben hinschreibe, ja, das ist, wenn einer auf den Knopf Speichern gedrückt hat oder so irgendwie, ja, dann ist das einfach lesbar. Dann muss ich nicht wissen, was 23 heißt. Das ist einfach lesbar. Ja. Normalerweise hat man auch einen Programmkopf, wo drinnen steht, wann ist das programmiert worden, welche Version ist dieser Code. Wenn man Änderungen in einen alten Code macht, macht man Änderungsmarkierungen und so weiter. Das sind alles so typische Kennzeichen, dass man daneben hinschreibt, diese Zeile wurde am 13.06.2022 hinzugefügt von Heinz-Peter Schowski. Ja? Das ist gut. Ja? Das ist gut, so muss das sein. Ja, weil ansonsten kennen wir sie nicht mehr aus. Man kennt sich nicht mehr aus. Wie machen wir jetzt solche Kommentare? Also, wir haben ja schon im Laufe der Zeit haben wir ein paar gesehen. Ja? Ein Kommentar, welches mit Schrägstrich, Schrägstrich anfängt. Ja? Das ist ein einzeiliges Kommentar. Die nächste Zeile wird wieder als Source Code interpretiert. Ja, schreibe gleich drunter. Die nächste Zeile wird als Source Code interpretiert. Das gibt's, ja. Einzeiliges Kommentar, Schrägstrich, Schrägstrich, daneben kann ich hinschreiben, was ich will, bis ich glücklich bin, ja, brauche mich an nichts halten, kann alle möglichen Zeichen verwenden, keine Einschränkungen, ein Kommentar. Okay? Dann gibt es mehrzeilige Kommentare, startet so, zack, zack, Schrägstrich, Stern, ja, Start, des Mehrzeiligen. Kommentars. Ja. Und das ist, zack, zack, Ende des Mehrzeiligen. Kommentars. Also mit Schrägstrich Stern, Stern Schrägstrich, kann ich viele Zeilen als Kommentar kennzeichnen.
Ja? Dazwischen. Gilt alles als Kommentar. Okay? Und erst hier wird wieder Source Code interpretiert. Okay. So schaut ein mehrzeiliger Kommentar aus. Mehrzeilige Kommentare kann ich verwenden. Ja. Ist zum Beispiel gut, wenn man einen Teil des Source Codes ausblenden will. Ja. Ich sage, puh, ich weiß nicht genau, wie funktioniert das ohne diesen Block. Dann lösche ich den nicht weg. Ja. Ich will noch nicht wenn ich nur was ausprobieren möchte, werde ich doch nicht den Code weglöschen, den ich nachher vielleicht wieder dazu schreibe. Um Gottes Willen, den kommentiere ich aus, und damit ich nicht jede Zeile mit Schrägstrich, Schrägstrich auskommentiere, fange ich einen Schrägstrich Stern und irgendwo drunter mache ich einen Stern, Schrägstrich, und dazwischen ist alles weg. Ja? Temporär. Wenn ich drauf komme, es war jetzt ein Blödsinn, dass ich das weggenommen habe, nehme ich einfach die Kommentare weg, puff, und es funktioniert haargenauso. Also, das, was dazwischen steht hier, wird als Kommentar betrachtet, auch wenn es ganz korrekter Source Code ist. Ist vollkommen egal. Das wird, wie gesagt, das wird einfach ignoriert. Ja. Wir werden jetzt in Zukunft dann irgendwelche Header dazu machen, ja, irgendwo, wo wir hinschreiben, ja, das haben wir programmiert, der Name, wer hat es programmiert und welcher Datum, ja, vielleicht noch Version. Und das steht üblicherweise in einem Header drin, ja, ein Programmheader. Und Änderungsgeschichte steht drin, Änderung 1 vom, wie gesagt, 13.06.2022, und drunter schreiben wir über Änderung 1, über wo was geändert worden ist. Passt. Ja. Damit bleibt der Code lesbar, wartbar für uns selbst in x Wochen, Monaten, Jahren, ja, für jemand anderen, der nach uns weiterarbeiten muss. Das geht es eigentlich auch hauptsächlich. Ja. Also, ein unkommentiertes Programm ist kein Programm. Das ist einfach nichts Gescheites. Wenn nur ein bisschen herzeigen auf dem PC, wie so Programme, wie man das vorstelle jetzt in Zukunft, mit diesen Headern und so weiter, dass man da schöne Header zusammenbringen. Okay. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.